Das ist eine Diagnose, die eigentlich erstmal für mich bedeutete, okay, das ist das Aus. Das ist Aus für Dancing on Ice, weil ein Rippenbruch braucht etwa 6 Wochen, bis er wieder verheilt ist. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mich entscheiden musste, weitermachen oder nicht. Und wenn ja, weitermachen in welcher Form? Denn Sprünge, Hebungen, Drehungen an sich ins Knie gehen auf der linken Seite, also der Rippenbruch ist links, das ist natürlich echt alles eher nicht so angesagt. Ich habe natürlich mir ja die Fachleute rangeholt und es wurde sehr viel diskutiert und ich bin natürlich auch in Behandlung und es wurde getaped, also stabilisiert. Ne, Augen zu und durch, Zähne zusammenbeißen. Also ich war schon immer eigentlich jemand, ich gebe halt nicht auf.